Am Freitag begrüßte der EDC die Straubing Tigers im Saanpark. Bei den Krimmitschauern fehlt unverändert Mischkowski. Auch auf Straubinger Seite gab es 3 Verletzte, unter anderem auch Lupzig. Der ist ein Langzeitverletzter und für ihn wurde jetzt Stefan Mann aus Biedigheim-Bissingen als Ersatz geholt. Die Straubing Tigers gehören ja zu den etablierten Mannschaften der Liga. Und als Aktiengesellschaft stehen sie natürlich seit 2 Jahren auch unter Erfolgsdruck. Und dem konnten sie mit Trainer Kevin Gaudet auch gerecht werden, denn in den letzten 2 Jahren lief es relativ gut bei den Tigers. Auch dieses Jahr sollen die Playoffs wieder angestrebt werden und das sollte kein Problem sein. Aktuell belegt man den 5. Platz. Davon ist der EDC weit entfernt. Diese Woche konnten sich die Spieler endlich mal etwas erholen, trainieren und nun sind natürlich die Erwartungen wieder hoch. Man will schließlich keine 3. Saison ohne sichtbaren Erfolg erleben. Die Pause hat anscheinend gefruchtet, denn die Eispiraten starteten stark in die Partie und Schneider verfehlte knapp das Tor. In der Zeitlupe noch einmal schön zu sehen. Schneider steht frei, allein vor Mike Bales im Tiger-Tor, der liegt sogar am Boden und trotzdem schießt Schneider leider vorbei. Nächste Szene, nächste Chance. 2:1 Situation. Vandermeer auf Reinke und der scheiterte an Bales. Das hieß erstmal tief durchatmen für Trainer Ehrenberger, um diese vielen Chancen zu verkraften. Nach dem Bulli im EDC-Drittel kommt Reinke an den Puck. Er kommt allein vor Bayes und scheitert. Erfolgscoach Kevin Gaudet konnte nicht wirklich zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Doch das sollte sich schnell ändern, denn einen ETC-Fehler konnten die Tiger ganz eiskalt ausnutzen, und zwar zum 0:1 durch Stefan Mann, dem Neuzugang aus Biedigheim-Bissingen. Die Zuschauer konnten es einfach nicht fassen. Der ETC hat die Chancen und die Gäste machen die Tore. 17. Spielminute. Straubing kam immer besser ins Spiel. Thorsten Heine verliert die Scheibe und schneller als man schauen konnte, stand es 0:2 durch Niklas Hede. Die Zeitlupe zeigt noch einmal. Der Torschütze Hede ganz rechts außen steht völlig frei. Niemand hat sich um ihn gekümmert. Demzufolge konnte er locker einschießen. Auf den Rängen herrschte Totenstille. 2. Drittel. Man merkte, die Eispiraten wollten, sie kämpften. Einen Schlagschuss von Hoferberg fälschte Bembridge zum 1:2 Anschlusstreffer ab. Nach dem Bulli im Straubinger Drittel geht der Puck auf die Gegenseite. Witt geht nicht energisch genug an Trevor Gallant heran und demzufolge konnte er zum 1:3 einlochen. Im letzten Drittel unterstützen die Fans den Verein und das pushte die Mannschaft auch nach vorn. Schneiders Schlagschuss fälschte der Tiger Schönmoser zum 2:3 ab. Glück für die Eispiraten. Trotz der Unterstützung der Fans lag das 2:4 für Straubing näher als der Ausgleich für die Eispiraten. Zum Glück blieb es beim 2:3 dank Radek Todt. Er lieferte eine super Leistung. Der Tiger-Coach Kevin Gaudet, er konnte aufatmen, er hat mal wieder einen Sieg auswärts mit seinem Team geschafft. Krimmitschau war an diesem Abend auf jeden Fall besser. Die Probleme in der Abwehr bestehen zwar immer noch,
aber man konnte sich da schon etwas steigern. Diesmal gab es mehr Defizite bei der Chancenverwertung. Wenn das geklappt hätte, dann hätte das Spiel ganz anders enden können. Es blieb beim 2:3, wie gesagt, dank Radek Todt. Die Mannschaft hat nicht resigniert. Ich würde sagen, dass wir 60 Minuten lang bis zum Umfallen gekämpft haben. Das Tempo war viel höher als das letzte Spiel zu Hause gegen Bremerhaven. Die Mannschaft hat alles probiert, hat sich auch noch im letzten Drittel ein paar sehr gute Chancen ausgearbeitet, aber im Abschluss waren wir vielleicht ein bisschen nicht so glücklich oder halt, wenn du zu viel willst, hast du vielleicht dann doch ein bisschen nicht diese Sicherheit. Aber sonst kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen und ich glaube, dass das auch die Fans so gesehen haben, weil die uns hervorragend unterstützt haben. Wir haben bis zur letzten Minute alles probiert und die Niederlage ist sicherlich tut weh.